The Adventure Company. AWE Games. AWE Productions Incorporated. Agatha Christie. Servus, Grüezi und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar ist es letztendlich das letzte und das dritte und das letzte in dem Bundle, was ich hatte. Und das ist Das Böse unter der Sonne. Auch hiervon kenne ich die Geschichte nur aus dem Film, aber wir haben ja schon festgestellt, dass die Spiele durchaus abweichen und auch andere Lösungen zulassen. Also lassen wir uns einfach mal überraschen und fangen einfach ein neues Spiel an. Viel Spaß! London. Sirenen? Dunkle Vorhänge. Wie sehr sie doch einem Leichentuch ähneln. Verzeihen Sie mir, Hastings. Die Melancholie überkommt mich in letzter Zeit recht häufig. Ich danke Ihnen, dass Sie mir heute Abend Gesellschaft leisten. Der Stromausfall, die Luftschutzsirenen. Das ist keine Nacht, in der man alleine sein möchte, Nespa. Wie recht Sie doch haben, alter Freund. Ich habe eine Bonn-Idee, wie wir uns die Zeit vertreiben können, bis wir wissen, ob die Bomber nun kommen, heute Nacht oder nicht. Sie wollten doch, dass ich Ihnen von dem Mord erzähle, der neulich im Smugglers Rest Hotel auf Sea Drift Island stattgefunden hat. Ich habe ja noch wenig verraten. Außer der Tatsache, dass Poirot den Fall mit Hilfe seiner kleinen grauen Zellen zu einem befriedigenden Abschluss bringen konnte. Und die Zeitungen berichten trotzdem mit keinem Sterbenswörtchen darüber. Als sei ein Fall von Poirot nicht mal einen kleinen Absatz wert. Auch daran ist dieser Herr Hitler schuld. Er reißt den Platz in den Schlagzeilen ebenso an sich, wie er sich immer mehr von Europa einverleibt. Einschließlich meines geliebten Belgien. Aber heute Abend sollten wir die Schrecken des Krieges vergessen. Ich werde Ihnen nicht nur die Ereignisse erzählen, wie sie sich zugetragen haben, sondern viel mehr. Sie haben sich oft auf ihre charmante britische Art so höflich beklagt, dass Poirot ihnen wichtige Tatsachen und Hinweise vorenthielte, sodass sie gar keine Chance hätten, den Fall selbst zu lösen. Das stimmt. Bon. Ich habe meine kleinen grauen Zellen eingesetzt und bin zu einer Lösung gekommen. Hier ist Ihre große Chance, mon ami. Ich werde Ihnen die Geschichte so lebendig vor Augen führen, dass Sie glauben werden, selbst dort zu sein. Sie werden Poirots Handlungen bestimmen. Sie werden jede Tatsache, jeden Hinweis vor Augen haben. Ich werde alle Anwesenden, die keinen Anteil an unserer Handlung hatten, einfach weglassen. Das Hotel hatte also nicht wirklich so wenig Personal, wie Sie denken werden. Ebenso präpariere ich den Tatort. Wundern Sie sich nicht, wenn viele Zimmer fehlen, Hastings. Nur wichtige Räumlichkeiten erscheinen in meiner Erzählung. Sie sollen durch nichts abgelenkt werden. Sie werden den Fall so lösen, wie ich es getan habe. Nun, peut-être, mit einem kleinen Tipp hier und da von diesem magischen Hilfsmittel dort auf dem Tisch. Aber wahrscheinlich wird das gar nicht nötig sein. Magisches Hilfsmittel? Es heißt der Finger des Verdachts. Ich habe es von einem Magier erhalten, dem ich voriges Jahr in Manchester einen kleinen Gefallen tun konnte. Ein Magier, ja? Bien sûr. Sie brauchen nur eine dieser drei Karten in die Mitte der Maschine zu legen. Jede davon steht für eine Figur in unserer Geschichte. Ich werde mit meinen Händen darüber streichen und die geheime Beschwörungsformel sprechen. Dann zeigt Ihnen der Finger die richtige Richtung. Also zunächst einmal ist das völliger Humbug. Ich kenne Sie, Poirot. Wenn es überhaupt jemanden geben sollte, der die Welt mit pragmatischeren, klareren Augen betrachtet als Sie, habe ich ihn noch nicht getroffen. Sie glauben nicht an Magie. Wenn Sie diesen Weg wählen wollen, um mir Hinweise zu geben, werde ich mitspielen.
Es wird mir ein Vergnügen sein, zuzusehen, wie Sie hier wie ein Zauberkünstler rumtricksen. Aber ich bin überzeugt, irgendwie kommen die Tipps des Fingers direkt von Ihnen. Wenn Sie so überzeugt sind, dass es nichts als Okuspokus ist, wären Sie dann vielleicht bereit zu versuchen, neben dem Mord auf Sea Drift Island auch das Rätsel um den Finger des Verdachts zu lösen? Auf jeden Fall. Nun gut. Ich gebe Ihnen im Laufe des Abends 7 Hinweise zu geeigneten Zeitpunkten meiner Wahl. Wenn Sie alle zusammen haben, werden Sie vielleicht das wahre Genie hinter dem Finger des Verdachts erkennen. Hier ist Ihr erster Hinweis. Energie. Energie? Magische Energie? Ich gebe Ihnen schon die Hinweise, Hastings. Erwarten Sie nicht, dass ich sie Ihnen auch noch erkläre. Untersuchen Sie zunächst mein Büro. Rüsten Sie sich für Ihre Reise in die Vergangenheit. Wenn Sie soweit sind, erzähle ich Ihnen 3 kleine Geschichten, um Ihnen den Mund wässrig zu machen. Ihr englischen Gentlemen, die ihr ruhig hier wohnt, seid von Gefahren der See aus Feinste verschont. Doch wenn der Captain dem Seemann Befehle erteilt, muss er Stürmen trotzen, selbst wenn der Tod ihn ereilt. Alle Heiligen, steht mir bei! Creepy. Thank you.
Fangen Sie damit an, was Sie wollen, mon ami. Jede davon ist eng verknüpft mit den Geschehnissen auf Sea Drift Island, die Sie und ich erforschen werden. Behalten Sie sie also im Hinterkopf. Untersuchen Sie zunächst mein Büro. Rüsten Sie sich für Ihre Reise in die Vergangenheit. Wenn Sie soweit sind, mit Ihren Nachforschungen anzufangen, sagen Sie mir Bescheid. Meine Geschichte wird beginnen und Sie werden Ihre Chance haben, das Rätsel zu lösen. Oh, ah, haha, jetzt kann ich. Aha. Können wir. Ich bin bereit, Poirot. Tut mir leid, Hastings. Sie haben noch nicht alles beisammen, was Sie für die Untersuchung benötigen könnten. Haben Sie etwas, worin Sie die Indizien transportieren können? Ein Notizbuch, um sich die Fakten zu notieren? Die Stoppuhr könnte Ihnen entscheidende Hinweise liefern. Und das Bild von uns beiden, das mehr als nur sentimentalen Wie Wert jetzt? Hat. Geben Sie mir noch ein paar Minuten, ja? Wie Sie jetzt sagt er uns ja schon, was wir mitnehmen sollen. Okay, erstmal raus hier. Wir sind also... Ach, wir können nur so... Das ist ja wie bei Myst. Also nochmal eben, nur um alles nochmal zusammenzukriegen. Wir sind jetzt hier in London anscheinend zu der Zeit, als der Zweite Weltkrieg tobte. Poirot hat einen extrem starken, ich weiß, er kommt aus Belgien, aber einen extrem starken französischen Akzent bekommen. Und wir sind Hastings, sein bester Kumpan. Und der Ausbund an Logik selber, Hercule Poirot, erzählt uns hier was von einem Finger des Verdachts. Er will uns den Finger zeigen, wenn nichts anderes mehr geht. Wir nehmen das Notizbuch, sehe ich gerade. Das ist schon mal ein... Ah, guck mal an hier, was ist das? Was ist das? Was ist das? Nein! Ach so. Okay, ich dachte schon gerade. Fortsetzen bitte, danke. Ah, so kommen wir ins Menü. Das ist also das Menü, alles klar. Poros, Instruktionen, verdächtige Dokumente, gestoppte Zeiten. Gestoppte Zeiten? Was heißt das denn? Müssen wir gegen die Uhr? Oh oh. Können wir sonst irgendwas von seinem Schreibtisch mitnehmen? Das können wir uns nicht angucken. Die Ermittlungen haben doch noch gar nicht begonnen, Hastings. Warten Sie, bis Sie sich festgefahren haben. Dann können Sie um einen Hinweis bitten. Vor allen Dingen ein Finger, den er von einem Magier gekriegt hat. Also Poros, Sie enttäuschen mich. Die Leitung ist tot, Hastings. Wir haben zwar Strom, aber die Verbindung ist unterbrochen. Der Vermieter hat mir versichert, dass sie bis morgen früh repariert sein wird. Hat er nicht vorhin was davon gesagt, dass der Strom... Können wir es ausmachen? Nee, können wir nicht. Dass der Strom ausgegangen ist. Und da wollte ich mich schon fragen, woher dann bitte schön das elektrische Licht aus den Lampen kommt. Aber gut, wir gucken uns weiter um. Auf was reagiert der denn? Können wir uns alles angucken? Ne, alles können wir uns nicht angucken. Ah, für Mr. Hercule Poirot. Ich hoffe, Sie nehmen diese beiden Zeichen meiner Wertschätzung an. Das Buch und das Gerät. Das Buch und das Gerät? Viele große Männer, für die ich die Ehre hatte, gewisse Apparaturen zu konstruieren, von Ali Bai bis Jasper Maskelyne, haben mich als Genie bezeichnet. In ihnen habe ich jetzt einen Mann gefunden, der wahrhaft ein Genie zu nennen ist. Vielen Dank, dass Sie dieses schreckliche Missverständnis in Manchester für mich geklärt haben. Ich bin nicht Houdini, ich wäre im Gefängnis geblieben. Von einem Genie zum anderen, Bill Nichols, der Zauberlehrling von William Henry Nichols. Mein Leben, meine Zeit und meine mechanischen Vorrichtungen für die größten Zauberer der Welt. Aha. Das wäre dann ja wohl er, ne? Er selbst höchstpersönlich. Gibt es... Gab es den wirklich? Ich weiß es nicht. Aber was wäre denn das Gerät? Das können wir nicht antippen. Müssen wir jetzt jedes einzelne Buch? Nee, ne, können wir auch nicht. Gut. Ja, die drei Geschichten, die er uns jetzt erzählt hat, sind... Da sehe ich so momentan noch überhaupt keinen Zusammenhang. Die erste Geschichte mit dem... Das scheint ja irgendwie so im 18. Jahrhundert gewesen zu sein. Oder vielleicht sogar noch früher. Mit einem Betrunkenen. Das sah aus, als wenn er in die Kneipe gegangen wäre und einen Geist getroffen hat. Können wir hier aufmachen? Können wir nicht aufmachen. Also nur das Buch. Nur dieses einzelne Buch. Okay. Dann gucken wir mal hier die Karte an.
Aha, Seadrift Island, da wollen wir ja wohl hin und wollen den Mord aufklären, den er schon aufgeklärt hat, aber er lässt uns das Ganze dann nochmal durchleben. Und ich sehe hier diese kleinen... Ach, guck mal, sind das die Figuren, die wir kennenlernen werden? Colonel Weston, Polizeipräsident. Okay. Adelaide Hughes, Ladeninhaberin. Albert Bagby, Pubbesitzer. Will Jenks, Garagenwart. Gladys Narricott, Zimmermädchen. George Strum oder Strum, Strandwart. Na, Hillary Castle, Leiterin des Hotels. Alina Marshall, Gast. Major Barry, Gast. Reverend Stephen Lane, Gast. Okay, wollen wir uns jetzt schon spoilern lassen? Oder wird man dadurch gespoilert? Kann man hier irgendwas... Ach, das ist nachher wahrscheinlich die Zeitlinie, ne? Das scheint auch nicht so wie der Film selber. Gut, ich kenne das Buch nicht von Agatha Christie, muss ich sagen. Ich habe zwar einige Geschichten von ihr gelesen, aber das nicht. Also könnte ich jetzt auch gar nicht sagen, ob das wirklich im Original, so wie der Film, halt an der Adria gespielt hat, auf irgendeiner Insel in Griechenland. Da bin ich überfragt. Können wir es hier uns angucken? Den Schrank nicht weiter? Nee. Wir können auch hier mit der Uhr nichts machen. Wir können hier nichts aufziehen. Ich klicke wie verrückt. Wir konnten uns hier die alle angucken, aber ich glaube, die lernen wir ja alle noch kennen. Aha. Was haben wir denn hier? Kleingeld. Ah, wieder so ein schönes Inventar. Okay. Ach nee, wir wollen nicht aus dem Spiel raus. Okay. Er hat uns ja schon Hinweise gegeben. Eine gute Entscheidung, Hastings. Mit der Stoppuhr können Sie herausfinden, wie lange die Verdächtigen gebraucht hätten, um zum Tatort zu gelangen. Ups. Ach, du grüne Neune. Dies ist weder die Zeit noch der Ort. Schade. Oh, das sind wir. Wir sind Hastings. Ist ja putzig. Alles geht wie erwartet Jawohl. Voran. Ja, alles gut, geht okay. Wie... nein, also durch die Türen kann man das Spiel beenden. Er hat gesagt, das hat nicht nur einen sentimentalen Wert hier, das Bild. Was heißt das? Ah, nein, nein! Ha? Huh? Wie Sie sehen, zeigt das Porträt jetzt Poirot. Wenn Sie wollen, dass wir in meine Wohnung zurückkehren, brauchen Sie nur mein Porträt zu berühren. Alles klar. Okay, also das sind solche Zeitreisenportale dann schon. Okay. Aber wir haben uns das Regal... Na. Da noch nicht angeguckt. Hier können wir nichts anklicken. Hier. Corrigan. Dieses Dokument muss ich näher untersuchen. Ich lege es in mein Notizbuch. Parsons. Das hier sieht wichtig aus. Ich werde es im Notizbuch aufnehmen. Also alphabetisch geordnet ist es nicht. Drogen. Interessant. Das kommt in mein Notizbuch. Und Shipwreck Island. Das könnte wichtig sein. Ich hebe es in meinem Notizbuch okay, auf. Okay, und das war auch alles, was wir anklicken können. Hier diese Buchstützen. Können wir sonst nichts. Und hier das hier. Können wir hier oben nochmal... Nee, wir können nur unten anklicken, ja? Sehe ich das richtig? Nee, da die... Hä? Doch, wir können nur unten anklicken. Also sonst nichts weiter. Was liegt hier? Gar nichts. Ha! Hier ist ein Zettel drin. Jetzt ist der Zettel... Ach doch, da ist er ganz dünn zu sehen. Okay, na gut. Ich dachte, ich könnte schon irgendwas aufdecken. Die Leitung ist tot. Die Leitung ist tot. Das war's? Können wir uns... Nein, ich dachte, wir können uns die Jacke angucken oder sowas. Ich muss mal ein bisschen ruhiger hier mit dem Ding durch die Gegend gehen. Das ist alles immer nur das Gleiche, okay. Ja, können wir jetzt noch mit ihm sprechen. Wir haben das Notizbuch, wir haben die Uhr, die Tasche, Dokumente, können wir mal eben gucken. Zeitungsartikel zum Fall Corrigan.
Potness Time, 20. Mai 1940. Hausfrau erwürgt, aufgefunden. Nur wenige Wochen, nachdem ein 15-jähriges Schulmädchen aus Brixham ermordet aufgefunden wurde, meldet die Polizei einen weiteren Todesfall durch Erwürgen. Die Leiche des Opfers Alice Corrigan, 32, aus Totnes, wurde gestern von Elizabeth Stride gefunden, einer jungen Frau, die eine Wandertour durch die Downs machte. Edward Corrigan, der Ehemann des Opfers, ist außer sich vor Kummer und hat für die Verhaftung des Mörders eine Belohnung ausgesetzt. Corrigan kehrte gerade per Bahn aus London zurück, als seine Frau ermordet wurde und wird daher nicht der Tat verdächtigt. Die Polizei verweigerte jeglichen Kommentar zu der Frage, ob zwei ähnliche Verbrechen in solch kurzer Zeit darauf hindeuten könnten, dass ein wahnsinniger Mörder in South Devon sein Unwesen treibt. Das müsste dann ja vielleicht die zweite Geschichte sein mit der Frau, die so komisch um den Baum herum erwürgt wurde. Ich frage mich, ob das überhaupt funktioniert. Also, naja, egal. Wir wollen jetzt mal nichts hier an Logik in Frage stellen. Ich sag nur Finger des Verdachts, ne?